First question would be, it has to be tonight. Big Phil Taylor show. Might be his last stand. You never know when the last match is going to be. Also man weiß nie, wann ist das letzte Match von Phil Taylor. Er kennt ihn aus dem FF als Manager, natürlich als Chairman. What do you think? I mean, it's like this. He says, I don't have any emotions, but now, you know, he doesn't do any pregame interviews. There is pressure, and he has emotions, right? What do you think? There's huge pressure. There's huge pressure. Phil Taylor's a winner. He's born a winner. He wants to go out, and he wants to win this event. Right. But to do that, he has to win the first match. And the first match is his most dangerous in many ways, because it's a short format against a young player with nothing to lose who has ability. Chris Dobie is a great young prospect. Now, whether Chris Dobie can take into account the atmosphere, we have to wait and see. But I tell you something, if Chris Dobie wins the first set, Phil Taylor has a problem. Oh, also hier kommt schon mal die Ansage von Barry Hearn. Ja, wenn Dobie vielleicht den ersten Satz gewinnt, dann kann das wirklich schwer werden für Phil Taylor. Er sagt auch, na klar sind da Emotionen, na klar ist da unglaublicher Druck auf ihm. Er will dieses Turnier gewinnen, er kann es gewinnen, aber es ist diese erste Runde, die er natürlich auch schaffen muss. Und das weiß er, das hat er im Kopf und deshalb ist da auch vielleicht dieser Druck. Und deshalb hat er vielleicht auch vorher gesagt, ich will mich komplett fokussieren, keine Interviews geben. Looking maybe a little bit ahead, would that be for you personally maybe the dream final you have here in the back of your mind? Phil Taylor going all the way, like in Blackpool, maybe not all the way, but playing MVG in the final. Is that something you're looking forward to? Is that your dream? I've been in sport for so many years, dreams sometimes happen and sometimes don't. The great thing about sport is the uncertainty of sport. You know, if we knew every result, we wouldn't turn on Sport One. We just wait for the newspapers to tell us the result in the morning. But the fact is, we don't know the results. Now, the idea of MVG Taylor final would be historic. But there's a long way to go and so much quality out there, so many good players. Only an idiot, only a fool would try and speculate. What we have to do is enjoy each moment, because this is a unique event. Televised to 130 countries, enjoyed by hundreds of millions of people around the world. Let's enjoy every day. If we get the bonus, we take the bonus. If we don't, we just enjoy what God gives us. Also man muss einfach den Moment genießen, das ist einfach so ein Sport, man kann es nicht vorhersagen, da hat er natürlich recht, insofern hat das vielleicht schon im Kopf, dieses Traumfinale zwischen Michael van Gerwen, das wäre historisch, sagt er gegen Phil Taylor, aber auf jeden Fall sind sie vorbereitet, glaube ich, von der PDC, but you're prepared from the PDC side, it could be his last match anytime, you never know when it's going to be, so is this something special you're planning, you already have in plans for celebration? No. This is the Swan Song tournament, the final tournament of Phil Taylor's unbelievably great career. And in sport, there are no certainties. Death and taxes, the only certainties in life. So now we're talking about human beings. And Phil has obviously, he won't talk to the media, he wants to stay quiet. He's feeling the pressure because when something's been your whole life, to know that this is coming to an end, it's almost like your life is coming to an end. How do you prepare for that? Well, we don't have the ability. He has to try and stay focused, and if he plays as I expect him to play, he should win comfortably. But there's always that question mark. And the question mark is what haunts you, why you don't sleep for two or three nights before a game like this. And Taylor looks like he hasn't slept for two or three nights. Okay, also er glaubt sogar, das ist ein großer Druck und da ist vielleicht Nervosität da. Auch beim 16-maligen Rekordweltmeister sieht so aus, als wenn er ein paar Nächte nicht geschlafen hat. Das sind wir gespannt und werden das natürlich überprüfen. Barry, thanks for talking to us. And always a pleasure. Wish you all the best. Thanks. Thank you. The power
uns gar nicht abwarten, bis John McDonald seinen Aufruf abgeschlossen hat. Er ist schon losmarschiert. Er will auch nicht mehr warten. Auch Phil Taylor will jetzt endlich loslegen. Und darum halten wir jetzt nochmal 25 Sekunden lang die Klappe. Phil Taylor gegen Chris Dobie. Taylor ist noch nie in der ersten Runde ausgeschieden. Er hat zwei Zweitrunden-Niederlagen erlebt. Einmal gegen Dave Chisnell und einmal gegen den Bully-Boy Michael Smith. Da war es auch so ein junger Kerl. Und die Gemeinsamkeit von Michael Smith und Chris Dobie ist, dass sie beide den identischen Mentor haben. Gary Anderson ja. nämlich. Mhm. Und Anderson ist in the house. Ja, er schaut sich das hier an, was Chris Dobie macht. Ja. Natürlich auch für dein Schützling, Monster-Match. Eine Frage. Chris Dobie hat, wie gesagt, markige Worte gefunden und sagt, ich muss meinen Job machen. Ist mir vollkommen bewusst, was für einen Menschen ich als Gegner habe, was der für den Sport getan hat, aber am Ende des Tages muss ich meinen Job machen. Nur wirst du ihn hinbekommen, ist die große Frage, die uns hier alle umtreibt. Also, auf geht die wilde Fahrt, zumindest wäre es ein Engländer, der dann seine Karriere beendet, Taylors Karriere beendet, dann hier im Alley Pally. Und Barry Hearn hat ja auch gesagt, wenn Taylor den ersten Satz verliert, dann hat er ein Problem. Bedeutet also auch für Chris Dobie, er muss versuchen, hier gut in das Match reinzukommen. Und Taylor spielt tatsächlich auch seine neuen Legacy Darts. Das ist der Dart mit der limitierten Auflage von nur 5000 Stück. Da ist sein Autogramm, seine Unterschrift eingraviert. Die genau gibt es im Sport1-Shop. Aber man muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und jetzt noch mal rein ins Taylor Wonderland. Das Design ist klasse. Das ist übrigens auch fast schon amüsant mitzuverfolgen, dieses Thema, welche Dart spielt denn Taylor jetzt? Man dachte eigentlich auch von Target-Seite her, er würde seine schwarzen Darts ja. spielen, so wie das ganze Jahr. Jetzt entscheidet sich Taylor, aber komm, ich nehme ruhig die neuen dann mit. Die haben wir doch extra auch für diesen letzten Auftritt entwickelt. Er macht sowieso das, was er will. Und er tut sich noch ein bisschen schwer. Kommt ein bisschen holprig in dieses Match rein. Taylor scheint tatsächlich es mit den Nerven zu haben. Wer weiß, was da los ist. Es ist das erste Leck. Noch nicht wirklich viel passiert. 140 hat er genauso gebracht wie in den 26. Also das erste Leck so ein bisschen zum Rumtüdeln. Und außerdem ist das eh eigentlich Dobies Leck, weil der das anfängt. Also kann Taylor da bummelig machen, worauf er Bock hat. Jetzt hat er halt die 240 ins Ziel gebracht. Der Druck bei Dobie. Klasse. Erste 180, Chris Dobie. Damit hat er 46 Punkte. Rest kann Taylor 91 Punkte checken zum ersten Break. Das ist die Triple 17 für die Doppel 20. Doppel 10. Nee, das ging mal nach hinten los. Und nun Chris Dobie. Chance, sein Leck zu behalten. Die 14 trifft er. Die Doppel 16 möchte er. Er ist auch relativ weit weg. Ja, der ist drin. 1-0 Führung. Aus Dobies Sicht ist das ein ganz wichtiges Leck. Ja. Gut reinkommen, um auch den Puls ein bisschen runterzukriegen. Dobie, ein Mann, der schon ein Viertelfinale eines Major-Turniers erreichen konnte. 2016 beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Also vor ziemlich genau einem Jahr. Sie haben zweimal gegeneinander gespielt. Einmal im März 2016, da war es ein 6-1 für Taylor. Einmal im Oktober 2015, da war es ein 3-1. Ein 6-3, Entschuldigung, für Phil Taylor. Aber liegt auch ein Weilchen zurück.
Dobie hat inzwischen auch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wie gesagt, einer aus den Top 40 der Welt, einer der hoffnungsvollen Talente im englischen Darts. Ja, ja. Ganz genau. 59. Taylor jetzt mit 99, 199. Und was kommt nun? Wo geht der hin? Zwei Dart Finish oder doch drei Dart Finish? 123. 66 müssten da Rest bleiben. Zwei Dart Finish. Erster Übergang. Aber nichts Besonderes. Ist ein erster Anwurf leck. Quasi Basisarbeit. Was er dann bringen zum Break. Ja, versucht Bull Doppel 8. Schön, schön, schön. Doppel 16 soll es sein. Ja, doch deutlich drüber. Ja. So, 186, 146 Rest. 58 Punkte sind es, macht 128 Rest. 24 für Taylor. Doppel 12. Ja, er trifft zum ersten Mal ein Doppel. Und damit holt er sich sein erstes Leck bei dieser Weltmeisterschaft 2018. Es ist schon verrückt, aber es ist tatsächlich so. Diese Erstrundenpartien sind unangenehme Partien. Format ist kurz, die Distanz ist nicht lang. Du kannst dir also auch keine großen Auszeiten leisten. Und dann spielst du einfach auch zum ersten Mal. Das heißt, so ein bisschen ankommen, landen, akklimatisieren sozusagen hier im Alley Belly, auch wenn man schon viele Male davor hier mit dabei war. Und dann haben wir Paul Hinks am Mikro von dem Spiel. Taylor gegen Chris Dobie hätte ich natürlich auch. Spannesmann Russ Bray irgendwie mehr erwartet. Aber auch da wird ganz einfach auch ausgelost unter den Callern. Und dann, wenn du die Wahl gewonnen hast, dann sagst du schon, ich nehme Match Nummer 3. Er war auch heute so ein bisschen bei einem bekannten Fastfood-Kette ein bisschen chillen. Sagt er, die Stadt ist ja randvoll zu dieser Jahreszeit. Kam nur ein trockener Kommentar von Kirk Bevins. Ja, Digga, es ist Weihnachten. Natürlich ist die Stadt randvoll. Was hast du gedacht? Also Paul Hinks hat sich nochmal Burger in die Figur geschoben, damit er fit ist für das Spiel Taylor gegen Dobie. Und Dobie fragt sich gerade selber, wieso da so wenig Trippeltreffer kommen. Ja, weil es Taylor ist. Schwierig, da sein normales Spiel aufzuziehen. Ja. Dobie hat bis hierhin, wir haben zwei Legs lediglich gespielt, einen Average von 73 Punkten. Das ist nicht viel, das ist sogar wenig. 98 Rest, 112. Und trotzdem noch hat Taylor daraus keinen Profit schlagen können. Er macht ein paar Fehlerchen, er hat ein paar Ungenauigkeiten mit dabei. 98 Punkte Möglichkeit für Dobie, hier mit 2:1 in Führung zu gehen. Ja, Doppel 12. Ja, wunderbar. Das ist stark. Das ist das höchste Finish bis hierhin in dieser Partie. Und jetzt zeigt er auch so ein bisschen Emotionen. Jetzt feuert sich Dobie zum ersten Mal an. Und das zeigt, glaube ich, auch, er fängt an, sich wohlzufühlen da oben. Er haut ihm ab, das Board will nicht, so wie The Power. 40 Punkte nur, Möglichkeit für Dobie anzugreifen, um dann hier womöglich den ersten Satz tatsächlich zu gewinnen. Es hat ein paar auch hier auf Twitter gegeben, die gesagt haben, passt auf, der Dobie bezwingt Phil Taylor und dann ist es aus, das Märchen. Alles möglich. Wir haben ja gerade auch von Barry Hearn gelernt, wir kennen alle die Ergebnisse nicht. Wir können nur sehen, was da passiert. Taylor jetzt mit seinem ersten Maximum in diesem Spiel. Und am Ende wirkt Taylor auch, eigentlich wirkt er schon wieder ein bisschen zu relaxed, so ein bisschen, ach, geht mich alles gerade gar nichts an, ich mache hier in Ruhe mein Ding. Kann er sich diesmal leisten, ein Set zu verlieren, kein Problem, zwei Sets zu verlieren, Problem. Also von daher, die Ungenauigkeiten sind nicht so easy abzustellen für Taylor scheinbar gerade hier. Und die Chancen sind einfach gut für Dobie. Trotzdem musst du es halt am Ende auch erstmal machen. 60. Ja, Taylor hat die letzten Turniere auf der Tour ja nicht bestritten. Er hat sich entschieden, Exhibitions zu spielen, unter anderem übrigens auch in Deutschland. Ja.
Er war bei den Players Championship Finals nicht dabei. Er hat die European Tour ja ohnehin ausgelassen, hat bewusst den Turnierplan nicht ganz so dicht gesteckt. Hat immer gesagt, Leute, ich bin 57, ich kann nicht mehr so viel, ich will auch nicht mehr so viel. Und jetzt könnte er hier vielleicht 138 mitnehmen. Ja, Top steht und Lobi keine Möglichkeit, die 216 zu checken, aber sie nochmal heiß zu machen mit einem Maximum. 36 Rest steht in Aussicht, wird genommen. Dann wird Doppel 20. Taylor hat bislang eine Quote auf die Doppel von 20%. Also der fünfte war im Ziel, den will er haben, den kann er doch als Bande benutzen, genauso macht das, das 2:2. Wir erleben Taylor, ja, Shorty, nicht zum ersten Mal, dass er auch mit neuen Darts hier zur WM kommt. Und wir haben es auch schon oft erlebt, dass er neue Darts in der ersten Runde spielte, um dann zu sagen danach, das hat gar nicht funktioniert, ich bin froh, dass ich durch bin, ich nehme wieder meine anderen Darts. Die sind natürlich seinen Darts ähnlich und trotzdem. Ja, mit so einer kleinen Kupferkante oder Bronzekante, viel mehr ist da gar nicht dran. Aber es ist am Ende kein tiefschwarzer Dart, an den du dich gewöhnt hast die letzten Monate, sondern blinkt etwas anders. Vielleicht fasziniert ihn das mehr, als er das will. Ich weiß es nicht genau, aber es ist wirklich ein stotternder Motor bei dem besten Spieler aller Zeiten, der hier mit 87 Punkten im Schnitt unterwegs ist im ersten Set. Immer mal wieder so ein kleines, schönes Highlight hat und das auch wunderbar timed. Auch weiß, wann er dem Dobi das Ding einschenken muss, damit es wehtut. Doch hier arbeitet er sich jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts in diese Break-Chance rein, um das Set sich dann zu greifen. Und dann ist Dobi doch wieder derjenige, der nach unten läuft und sagt, was ist da schon wieder passiert? Wieso ging das nach meiner 2-1-Führung nicht mehr weiter? Wieso habe ich da nichts hinbekommen? An die 85 stehen bei Taylor. Jetzt kann er hier das Break schaffen, also dieses Leck gewinnen, das Dobi begonnen hat. Und dann hat er die Chance, Satz 1 mitzunehmen. Triple 15, Doppel 20. Das sind 60 Rest, 20 für die Doppel 20. Einen Dart bekommt er. Der reicht ihm. Taylor holt sich Satz 1. Das war vom Niveau her kein besonderer Durchgang, aber er führt. Bis gleich. 1:0 führt Phil Taylor in seiner Erstrundenpartie gegen Chris Dobi in den Sätzen. Drei Sätze braucht man. Drei Sätze braucht auch Phil Taylor, um die zweite Runde zu erreichen. Bislang kein hohes Niveau. Auch von Taylor nicht. Mal sehen, ob er sich jetzt in dieser zweiten Session sozusagen dieser Partie steigern kann. Ja, können tut das eigentlich alle mal. Ob er es jetzt auch macht, ist die Frage. Aber es sieht so aus, dass er ein bisschen entspannter jetzt ist, geschmeidiger. Ist gut gegangen mit dem ersten Set. Konnte er ja so auch nicht an, eigentlich bei der 2-1-Führung von Dobi. Aber der Bursche steht immer noch bei 79 bis 80 Punkten im Schnitt. Ich weiß nicht, was da bei dem Jungen los ist, der deutlich stärker spielen kann. Wieder ein satt auf Flight-Treffer, deshalb dieser lenkte Dart in die 5 und dann auch noch auf den Boden. Für Taylor wird es, auch wenn er jetzt vielleicht irgendwann das Gefühl bekommt, das Ding verliere ich nicht, wird es mit Sicherheit auch darum gehen, zu zeigen, auch sich selbst zu zeigen, dass er in einer guten Form ist. Der will hier auch jetzt gerne hinten raus nochmal ein bisschen besser spielen. Da ist wieder so einer in die 5 und zwar wirklich satt in der 5. Er geht in die Triple 1, das macht 68 Punkte, 93 Rest. Er wird halt von Dobi nicht gefordert. Jetzt kommt mal so ein Highlight von ihm, 140 Punkte, macht 124 Rest, 93 sind es für Taylor. Um das Leck, um das eigene Leck nach Hause zu bringen. 74 Punkte, 14. Triple 14 hat er gewollt. Taylor halt wie immer ohne Sicherheit und doppelten Boden. Kein Bull 18 Bullseye zum Checken, sondern Bull voll aufs Triple. Er traut sich immer noch alles zu. Gibt keinen Sicherungsanker. Und das war Pech für Dobi. Die 15 Punkte heißt 109 mit zwei Darts nicht zu checken. Aber tops. Erstmal Taylor. Ja,
Ich glaube, die kann er benutzen, die beiden. Ja, hat er angeworfen, war schön zu sehen jetzt auch. Wirklich als Bande benutzt, die beiden Darts, die da im Board schon steckten. Und das erste Leck sich geholt. Ja, nur mal ein paar gute Momente ineinander weg für Dobie. Er muss sich halt jetzt auch wirklich mal freischwimmen. Er ja. muss jetzt mal locker werden. Ich weiß, das ist so leicht gesagt hier von unserer Position aus. Aber er hat selbst gesagt, das ist mein Job. Einer, der im Straßenbau tätig ist, Chris Dobie, und der so gerne ähnlich viel Geld und ähnlich viel Erfolg feiern würde wie Phil Taylor. Ansonsten würde da wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, eine andere Stadt hinten drauf stehen als Hollywood. Er will in die Stars, er will nach oben. Hat die Fähigkeiten dafür. So, wie schnell es geht, entscheidet er. Nee, da. Alles für sich entschieden vor Jahren. Ja, Phil merkt auch, das ist noch nicht so richtig was zum Angeben hier. Das ist noch so ein bisschen zerrig. Publikum fliegt hier nicht gerade durch die Halle und er vibriert auch nicht zum Board, sondern kann in Ruhe laufen. Es ist nichts Ekstatisches. Spiel. Bis hierhin. Wenn wir, ich sage das deshalb nochmal, weil wir einige Fragen dazu bekommen haben, wenn wir vom Abschied des Phil Taylor reden, dann heißt das lediglich, dass das der Abschied auf dem Profi-Circuit, auf der Profitour sein wird. Er wird noch viele Exhibitions spielen, das ist klar. Das hat er ja auch angekündigt. Also man wird ihn auch in Deutschland nochmal erleben können, bei einer privaten Veranstaltung, genauso vielleicht wie in Österreich oder sonst wo. Seine Exhibition-Tour startet nach der WM erstmal in Australien. Für 6 Wochen ist er da unterwegs. Und Doppel 13 für das Break, das ging nach hinten los. Dobie noch alle Trümpfe in der Hand, um hier auf 1:1 auszugleichen. Ich glaube, soll es sein. Ja, und Taylor wird sich ein bisschen ärgern über diese Chance, die 13 nicht getroffen zu haben. Die einzige Statistik, in der Dobie vorne ist, ist die Doppelquote. Hat 66% stehen. Also hier, sport1.de/dartshop. Das ist die Adresse, wer Lust hat auf diese Darts, die Taylor jetzt gerade spielt. Wie gesagt, limitierte Auflage von 5000 Stück. Und da gibt es auch sein aktuelles WM-Shirt. Auch das ist ja für diese Weltmeisterschaft nochmal kreiert worden. Das hat ja bei ihm inzwischen auch Tradition, dass er zur WM ein neues Shirt spielt. Ja. Hat das dann so ein bisschen beim Grand Slam of Darts zum ersten Mal getragen. Sozusagen so ein bisschen warm geworden mit dem Shirt. Und dann ist hier zum großen Abschied zu präsentieren. Genau, damit nichts zieht und klemmt. Ja, die ganze Welt dreht sich natürlich um und guckt, wie Phil Taylor diese WM beendet. Viele, viele Leute haben ihm da zur Huldigung viele Sachen gebaut, gebastelt, gemacht. Unter anderem auch ein Rick Arena und Shorty Seiler einen kleinen Song gemacht, den Taylor Wonderland Song Dartshop gibt. Also wenn du dir schon ein Shirt kaufst, dann tu es in Stil, mach es mit Musik. 136. Und noch am Kopf schütteln, er ist noch nicht zufrieden mit dem, was er hier macht, aber es war eigentlich alles relativ gefahrlos. Chris Dobie immer noch mit 82 Punkten im Schnitt unterwegs. Und wenn es der Job ist, den er da so anspricht, sage ich ja, markige Worte, dann macht er den Job jetzt gerade nicht besonders gut. Kommt dann auch gleich Onkel Flying Anderson um die Ecke und sagt, Kollege, was ist los hier? 82er Schnitt. Da will ich mehr sehen. Aber du kannst natürlich nur mit dieser Einstellung in so ein Match reingehen. Du musst vorher denken und überzeugt davon sein, dass du das Match gewinnst. Du kannst ja nicht reingehen und sagen, ich verliere es wahrscheinlich. Ja, wir haben viele Aussagen schon über die Partie immer gegen Phil Taylor gehört. Und der ist auf den Punkt gebracht, das ist Michael van Gerben. Der immer wieder gesagt hat, ja, klar, sind die Leute gut drauf, aber sie haben ja noch nicht gegen mich gespielt. Weil das ist der Faktor, der in den Interviews immer wieder nicht rauskommt. Wir haben viele Leute mit Respekt und viele Leute, die jetzt neu in der Szene reinmarschiert sind, die letzten 4-5 Jahre, die respektloser sind und einfach viel aggressiver und angriffslustiger sind. Aber ein Chris Dobie ist überhaupt nicht mehr oder minder...
respektfrei in dem Spiel gegen Phil Taylor. Er sagt es gerne, dass er es ist, aber er zeigt uns eine Partie mit 83 Punkten. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass du da nicht irgendwo einen Hemmschuh anhast. Das ist nicht das Maximum, was Chris Dobie spielt. Na klar. Aber im Unterschied zu Partien, die wir von Michael van Gerven erleben, was er ja auch meint, ist auch die Art und Weise, wie er spielt. Ein hohes Tempo und er haut dir die hohen Dinger rein. Das erschlägt dich ja als Gegner. Ja, auch. Hier gibt Taylor eigentlich Chris Dobie eine ganz gute Chance mitzuspielen. Der spielt ja selbst einen 95er Average. Das ist etwas, was Dobie ganz, ganz oft auch schon gezeigt hat auf einer großen Bühne, dass er das Niveau spielen kann. Die 169, auch das ist etwas, was Phil Taylor nie abgelegt hat. In den 90er Jahren war es eigentlich wurscht. Er spielte einen so deutlich höheren Level als alle anderen, da konnten sich auch die Bogey-Zahlen stellen. Inzwischen ist das ja nicht mehr so. Aber es ist egal, er rechnet nicht groß mit und versucht sie nicht irgendwie da noch einen Finish zu stellen. Er spielt einfach dann auf das Feld, auf das er Lust hat. Weil er einfach die Selbstverständlichkeit auch immer noch im Körper hat. Den trefft er sowieso dreifach, da brauche ich ja nicht über einen Single nachdenken. Auch gar nicht so unerfolgreich für ihn gelaufen, aber in den letzten Jahren wurde er dann doch das ein oder andere Mal damit auch aufs Kreuz gelegt. 2-0 Führung für The Power. Bis gleich. Natürlich hier auf Sport 1 und zu Gast ist Max Eberl. Wir sind oft gefragt worden, wann denn die Phil Taylor-Doku noch mal zu sehen sein wird. Das ist morgen Mittag übrigens schon der Fall, 12.30 Uhr. Da werden wir uns das nächste Mal melden hier von der WM. Es gibt morgen die erste Nachmittagssession, also ein Tag mit zwei Sessions, Nachmittag- und Abendsession. Am Abend wird dann auch Gary Anderson zum ersten Mal eingreifen. Der Mann, der letztes Jahr noch im Finale stand, das Finale gegen Van Gerven verlor. Doppelweltmeister. Und Taylor will jetzt hier auch diesen dritten Satz holen. 84 Punkte im Schnitt sind zu wenig, um einen Mann aus den Top 10 zu schlagen. Ja, das ist einfach genau diese Rechnung, die jetzt nicht aufgeht bei Dobie. Kommt nicht an sein Spiel ran. Und auch er hat gesehen, dass er wirklich deutlich viel mehr Möglichkeiten hat als das, was er bis jetzt geschafft hat hier in diesem Spiel. Aber noch ist es ja nicht um. Wir wollen ja hier nicht unken, noch ist es nicht um. Ubi, ganz, ganz feiner Spieler. Mal sehen, ob er noch ein bisschen was anrichten kann. Jetzt die 70 Rest. Taylor ist nicht sein Anwurfleck, also. Aber ihm viel Spielbereich mit einem leichten Kopfschütteln. Das wäre auch ein Triple 20er sein können, die blöde Triple 5. 52 Rest, 20 für die Doppel 16 zum 1-0 hier im dritten. Das ist die Doppel 8, davon brauchen wir noch eine. 83, um das Break zu schaffen. Damit könnte er vielleicht einen 3-0 Satzerfolg einleiten. Die 83 Rest. Ja, da war, glaube ich, ein bisschen unentschieden. Zwischen gut und böse. Mache ich Top-Stops oder gehe ich wie gewohnt auf Triple 20? Und leider hat der Arm die Entscheidung abgenommen. Er hat ihn genau in der Mitte getroffen. Doppel 4 für Dobie. Und diesmal klappt es. Holt sich das erste Leck im dritten Set. Wenn wir zuvor gesagt haben, Taylor hat auch einige Turniere ausgelassen, dann muss man sich vor Augen führen, der spielt hier gerade sein 18. Turnier in 2017. Da gibt es andere, die bei über 50 Events fast sind, wenn man alle Pro-Tour-Turniere bestreitet. Also das ist schon deutlich weniger als ein Michael van Gerven, als ein Peter Wright oder auch viele andere spielen. Anderson hat es ja auch ein bisschen behutsamer angehen lassen in 2017. Er will nächstes Jahr nochmal richtig angreifen, genauso wie ein Adrian Lewis. Wir wollen auch dann die European Tour spielen. Im März geht's ja los, Ende März. 13 Turniere sind es insgesamt in 2018. Man wird auch nach Skandinavien zum ersten Mal gehen. Fünfte von Dobie. Also daran liegt es nicht. Es ist ein Vergleich zum allerersten Match dieser Weltmeisterschaft, das wir gestern gesehen haben. Willie O'Connor, auch 680er geworfen. So viele wie kein anderer. Aber er hat zu viele Schwankungen gehabt im Spiel. Und du neutralisierst deine 180, wenn im Anschluss irgendwie eine 45 oder sowas kommt.
144 Rests. Gut weitergemacht von Doby, aber auch Taylor hat sofort auf die 180 seine eigene drauf gefeuert. Lass mich hier nicht so entspannt meinen Aufschlag wegnehmen. 92 Rests und Freude sieht anders aus, aber naja, es geht doch noch. Doby wird nicht checken. 104 hat er noch stehen. Frag nochmal nach, wo er genau steht. Ob es die 5. Nie wieder 100 Punkte Rest. Aber jetzt erstmal die 92 von Feld. Und auch die spielt er mit 0,0 Sicherheit schon. Triple 20 gewollt, getroffen. Und die alte Zicke natürlich auch. Seine Doppel 16. Sein höchstes Finish in dieser Partie. Ein entspanntes Lächeln jetzt von Taylor. Der in den Anfangsminuten auf mich schon einen verkrampften Eindruck gemacht hat. Also das, was er eigentlich im Vorfeld in sämtlichen Interviews erzählt hat, ich kann das doch, es ist für mich kein Problem, es ist doch eine Sache der Erfahrung. Nein, das war es offenbar nicht. Ich meine, Barry Hearn, das ist ja wie gesagt auch sein Manager, der ist auch ein alter Fuchs und der weiß auch, und er war nervös und er hat Nächte nicht geschlafen. Das nehme ich ihm nicht ab. Das nehme ich ihm wirklich nicht ab. Er will auch so ein bisschen Druck auch von seinem Schützling nehmen, das ist doch klar. Auch wenn der 57 Lenzen alt ist und irgendwie alles mitgemacht hat und gewonnen hat, was du gewinnen kannst im Darts. Und das Problem im Darts ist einfach, wenn du nicht in Fahrt kommst, du hast keine andere Möglichkeit, als es beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Also, wenn ich in anderen Sportarten vielleicht sagen kann, komm, jetzt laufe ich ein bisschen mehr, dann kompensiere ich vielleicht damit irgendwas. Oder ich spiele es ein bisschen sicherer. Oder nee, das gibt es im Darts nicht. Du kannst einfach nur versuchen, es besser zu machen und hoffen, dass der Gegner dich nicht zu häufig bestraft. 80 Rest für Doby. Holt er sich einen Satz? Nee, das ist ja ziemlich heftig am Abwinken. Die Darts davor haben ihm nicht gepasst und die drei Darts davor haben ihm auch nicht gepasst. Weiß nicht, ob ihm das da so lange dauert, bis Doby da on fire gerät oder was, um mal irgendwie im Gegenwind zu entfachen. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles noch sehr überschaubar, was Phil Taylor hier auch anbietet. Jetzt im Vollbesitz seiner Kräfte wäre er schon bei dem 3-0 in Sets. Wir reden davon, dass Doby im dritten Set mit 87 Punkten im Schnitt 2-1 führt. Und das auch gefahrlos. Vielleicht sich da so ein paar Momente ergeben, wo er sich hochziehen kann. Und dann wird es wieder gefährlich für Phil. Sieger dieser Partie trifft wahrscheinlich auf Justin Pipe. Auf Mr. Slowhand, der hier 27 gesetzt ist, der ja zuletzt noch mal ein gutes Turnier gespielt hat bei den Players Championship Finals. Ja. Justin Pipe wird gegen einen der Internationalen ran müssen, also den Sieger einer Vorrundenpartie. Das heißt, auch dann wird es noch mal ein bisschen langsamer werden für wahrscheinlich Phil Taylor. Facebook-Seite von Sport 1, dort kann man die WM live verfolgen. Wir sagen das immer wieder. Und wissen, dass sich viele freuen, dass es die Möglichkeit gibt. 165. Und eine Bogey-Zahl für den Power. Das ist schon ein anderer Auftritt als im Vergleich zu gestern, Michael van Gerwen. Wir haben noch keinen anderen Big Boy gesehen. Wir müssen diesen Auftritt mit dem von van Gerwen vergleichen. Also MVG hat gezeigt, er will das Ding gewinnen, er ist der Herr im Haus. Taylor hat doch nicht andeuten können, aber was er hier vorhat. 2-2. Macht das 105er Finish und zwingt daher Doby auch in den Decider im dritten Set. Und er kämpft ums Überleben hier. Verliert er das Leg, verliert er das Set, verliert er alles. Rennt ums nackte Überleben, Chris Doby. Taylor. Ah, die ersten drei Darts sagen eigentlich, Hossen, nachsitzen oder mal beende ich das jetzt. Ja, jetzt ist Doby
weit genug weg, um das Set für sich zu entscheiden, ohne irgendwelche Hilfe von Phil. Wir haben übrigens die Information seitens der PDC bekommen, dass Taylor kein Interview geben wird nach diesem Spiel. Obwohl den Kollegen von Sky Sports England nicht, uns auch nicht. Es wird dann wohl morgen ein Gespräch geben. Er schottet sich ab. Er will sich auch nicht verplappern. Er hat auch in diesem Jahr ab und zu Interviews gegeben, weißt du noch? Ja, Grand Slam of Darts mit Devil Gurney und so. Da hast du schon gedacht, was, ne? Was macht er jetzt? Ein, zwei Sachen dabei, aber das ist halt auch alles nur auf den Busch hauen. Wenn man es ganz ehrlich nimmt, ich bitte euch, 30 Jahre lang, ja, da bin ich noch perfekt gedient und jetzt mal zwei, drei dumme Sprüche raus. Ja, Gott, nein. Das ist ja, ne? Nee, du hast aber recht, er will auch lieber jetzt ein bisschen. Das ist ja nicht, dass die PDC sagt, mach das nicht, sondern er will das nicht. Doppel 16, und da ist der Satz für Chris Doby. Er holt sich das 1-2. Und jetzt hat Taylor Anwurf, jetzt ist es sein Set. Er beginnt die ungeraden Lecks. Wie viel Sicherheit kann Doby dieser Satzgewinn geben? Oder zieht jetzt Taylor doch noch das Tempo ein bisschen an? Naja, also normale Erwartungshaltung ist natürlich, dass Taylor das Tempo anzieht, weil er hier auch nicht so viel Kraft liegen lassen will. Er redet ja seit Jahr und Tag davon, ich bin alt, ich bin alt, ich bin alt, ich schaffe das alles nicht mehr so. Also sollte er sich hier tunlichst einen 3-2-Sieg verkneifen, sondern das Ding hier jetzt mit 3-1 irgendwie beenden. Und ganz ehrlich, auch bei ihm habe ich so immer noch dieses Gefühl, da ist noch nicht diese Lockerheit, noch nicht dieses Taylor-Feeling, sondern da sind immer noch Lecks bei und Würfe bei, wo ich mir eine Birne kratze und sage, wo willst du denn da hin mit dem Wurf? Was machst du denn da? Und weißt du, was ich vermisse bei Taylor? Etwas, was er eigentlich in diesem Jahr wieder konsequent gezeigt hat, dass er griffig ist, dass er beißt, dass er das Match unbedingt gewinnen will. Vor ein, zwei Jahren hat er Matches oft laufen lassen, weil er, glaube ich, irgendwie gar nicht wusste, wie er damit umgehen sollte, dass er plötzlich Doppelfelder nicht traf. Inzwischen akzeptiert er das auch. Aber hier hat er noch nicht die Aggressivität, die du auch brauchst, um so einen hohen Average zu spielen. So eine Aggressivität, wie wir sie halt auch von diesem Van Gerven immer wieder erleben. 140 Punkte Rest. Und er hat 6 Darts Zeit. Aber auch, es ist auch die erste Runde für Phil Taylor. Man muss nicht immer zwingend mit einem 110er Average in so eine WM starten. Kann auch einfach sein Business as usual spielen und sagen, komm, 95 bis 100 Punkte ist mein Schnitt. 50% Doppelquote und dann soll Chris Doby mich erstmal schlagen. Und natürlich wächst der Kerl hier, der Phil Taylor, auch mit seinen Aufgaben. Ist ja einer, der sich im Turnier so reinbeißen kann und dann auch sehr, sehr viele Jahre lang ein bestes Spiel, als er es immer im Finale gemacht hat. Warum sollte er das alles komplett verlernt haben, nur weil es seine Abschiedssaison ist? Das ist, glaube ich, das, was er versucht zu sagen damit. Aber trotzdem geht es ihm nahe. Das sind dann die Sachen, in denen er Interviews absagt. Das macht er eigentlich nie. Äußerst. Ja. Resident. Ja, super. Sollen sie immer noch nicht. Bürgermeister in Stoke. Whoa. Eine Triple 3. 89 Punkte damit. Take me to Taylor Wonderland. 92. Wenn man die Fans hier beobachtet, ich glaube, sie hatten sich auch selber so ein bisschen mehr versprochen von dem Auftritt ihres großen Heroes. Ja, die Jungs sind damit angstbehaftet gewesen, dass das da hinten losgeht. Sie wollten ihn nicht stören, nicht zu sehr feiern und nicht nur nach vorne peitschen, sondern auch den Raum geben, da auf diesen relativ übersichtlichen Anfang reagieren zu können. Hat er natürlich in seiner Manier super hinbekommen. Also mir persönlich geht es gar nicht so darum, spielt einer jetzt den 98er oder 95er oder 102er Average. Ich finde wirklich mehr so, wie ist die Art und Weise, wie ich da oben am Oki stehe? Wie gehe ich ran in so ein Match? Und ich habe den Eindruck, Taylor ist noch nicht so richtig im Turniermodus drin. Er pusht sich jetzt selbst auch ein bisschen. Er spürt das selbst, dass er nicht so richtig da ist. 135 Rest. Das sind erstmal doppelt 20, 40 Punkte für Chris Doby. Lässt diese Chance aus. 135, um das Break zu landen.
Das wäre jetzt mal ein Highlight. Ein High-Finish hat er gespielt. Das sind 110 Rest, Triple 20 für das Bullseye. Und ich glaube, den macht er. Dieser erste steckt richtig gut im Board. Schade. Ja, der sieht, glaube ich, auch nur, er sieht nicht nur, dass er am Bull vorbei ist, sondern boah, wieder zwei Minuten, noch ein Leck. Das ist auch so ein bisschen Taylor. Oh, nochmal nachsitzen. Verdammt. So, zwei Lecks zum Sieg, zwei Lecks zum Ausgleich in Sets. Spannende Phase in diesem Spiel. Und Dobie hat eine tolle Doppelquote mit 55%. Und sein Spiel jetzt auch in den Early Days der 90er Average-Punkte zu kriegen. 91 Punkte wirft er jetzt im Schnitt. Jetzt wird es etwas gefährlicher für Phil. Und darf nicht mehr so viel daneben gehen, sozusagen. Na, und wenn der sich ja jetzt auch verbessert hat auf eine 91er Average, dann heißt es auch, er hat jetzt so Mitte 90 gespielt, ja, um das zu kompensieren, was er vorher schlecht gemacht hat. Dann ist er letztlich jetzt auf dem Niveau von Phil Taylor. Lass das Ding hier nicht in einen Entscheidungssatz gehen, Shorty. Das wird für The Power immer schwieriger. Er spielt nicht sein Top-Niveau. Er merkt irgendwie, er kommt nicht rein. Jetzt nicht den Druck haben, dass er hier vielleicht rausgeht. Ja, auch diese Jungs haben dieselbe Panik im Gesicht. Ziemlich langes Gesicht und ein paar Sorgenfalten da oben auf der Stirn. Ein paar Stabelwander, ja. Merkt 140, er hat einen Finish, er hat die 164 stehen. 71 Punkte ist Taylor davon entfernt. Das heißt, er braucht einen Triple. Ja. Er hat das Triple nicht, 181 und damit 6 Starts Zeit für 164 Punkte. Dobie könnte jetzt hier einen Break schaffen in Satz Nummer 4. Das Match scheint noch nicht beendet zu sein. Oh, die sind 60. Aber auch wirklich knapp dran da für Chris Dobie. Jetzt muss Taylor einen raushauen, Orly einen rauskellen. Genau, da noch einen von und dann eine Triple 19 für Doppel 2 Rest. Schade, das passt nicht ganz. 41 sind sie, aber nur das ist schon imposant für Dobie. 104. Hat noch kein High-Finish gespielt. 84. Doppel, ja, 12. Doppel 12. Ist das ein wichtiger Dart für Chris Dobie? Und Timing. Den nagelt er rein. Das ist seine Stärke in diesem Match. Die gute Doppelquote. Jetzt 13 Versuche, 8 Treffer. Macht einen Schnitt von rund 60%. Er führt mit 2-1. Er liegt jetzt vorne und hat die Möglichkeit, den vierten Satz zu holen. Wie reagiert er? Was macht er? Ja, er macht einfach zu wenig Trippeln und dann haut ihm der letzte auch noch ab. Freunde der Sonne, schnallt euch an. Chris Dobie wird immer besser. Schickt sich an, hier aufzuholen. Das ist die schlechte Nachricht für alle Taylor-Fans. Genau. Dobie, man hat noch zwischendurch ja sein Gesicht erkannt, wo er dann so, komm jetzt, mach's jetzt. Und jetzt genau. Der realisiert natürlich auch, dass Taylor nicht das spielt, was er eigentlich kann, dass er hier eine Chance hat. Und das wird ihm natürlich ein Gary Anderson noch mit auf den Weg gegeben haben. Anderson sollte Taylor hier marschieren und das Viertelfinale erreichen, könnte sich dann ja revanchieren. Er hat eine harte Auslosung für Taylor. In der dritten Runde könnte Wade warten, im Viertelfinale Gary Anderson, dann Peter Wright und dann womöglich Michael van Gerven. Aber eins nach dem anderen. Genau, erstmal wartet hier noch Chris Dobie, der noch nicht besiegt ist. Ich bin im Bild. Hier unten haben wir Bob ganz kurz gesehen. Das ist der Mann, der mit Taylor überall mit hingeht. Der, auch wenn es Interviews gibt, der verlässt den Raum nicht. Der ist mit dabei. Der begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Dann kommt diese Kerbe wieder. 6 Darts, klasse performt und dann wieder eine 60, um es schwerer zu machen. Hat sich den Schädel und sagt, Mann, oh Mann, 124 sind doch deutlich schwerer als 84. Dobie stellt sie 51. Ja, guter letzter Dart von ihm, 124. Und ein Come-on von Taylor, jetzt mach es. Er will keinen fünften Satz ganz spielen, genau. 104 Rest, Triple 18 für das Bullseye. Jawohl. Trifft er jetzt das Bullseye? Ah, deutlich verrissen nach rechts. Einfache 18. Ja. Aber ich glaube, er darf nicht mehr. Dobie auf der Straße zum Set Nummer 4, Doppel 16. Zwei Darts.
Oh, da muss er seine Position so ein bisschen verändern. Der Rhythmus ist gestört. Oh, und er bleibt am Flight hängen und wird nach außen gekillt. Er bleibt am Flight hängen. Unlucky situation für Doby, aber Taylor. Das könnte eine ganz, ganz entscheidende Situation gerade gewesen sein. Vorausgesetzt natürlich, Taylor macht das jetzt. Auf seiner alten Zicke. Er nähert sich der Doppel 16 und ist drin. Das 2:2. Und damit darf Phil Taylor das Entscheidungsleck dieses vierten Satzes eröffnen. Er darf es beginnen. Er hat die Möglichkeit, es von vorne weg zu spielen. Wie immer, wie er das seit 30 Jahren gemacht hat, griff in die rechte Hosentasche. Das Wachsplättchen ist dort drin, damit er einen besseren Grip hat. Alles diese Rituale, die dir helfen, da oben auf der Bühne. Du weißt, du hast die Cider, du weißt, du musst produzieren. Und sofort sind zwei im Triple für Taylor. Und Doby kommt genauso, ja, genauso in diesen Decider. Spannend, spannend. Er steckt perfekt. Genau, das haben wir auch selten bei ihm gesehen heute. Der erste Dart, der nicht so funktioniert hat, wie das Taylor sich vorstellt. Jetzt braucht er eigentlich zwei Triple. Er ist ja der Nachleger. Er hat zwei Triple. Klasse gemacht von ihm. 131 Punkte waren das, 230 Rest. 91 braucht er noch, um einen Finish zu haben. Wir reden von Taylor, das wären 96 für 165. Also das bockt ihn wieder nicht an, ob er dann Finish hat oder nicht. Aber das jetzt bei 2:2, also das ist schon ein Tanz auf der Rasierklinge, mein Äugelein, was Taylor da gerade macht. Ja, ja, genau. Er hat die 60 auch gespielt für 170. Genau, und auch Doby hätte jetzt einfach nur eine 100 oder 140 spielen können. Und das wäre noch eine mörderisch einfachere Chance für ihn, dann das Ding hier zu beenden. Nur hier ist er schnell hin, nicht, dass er rausfällt. Ja, 121 Punkte, 44 Rest. Das wäre jetzt natürlich ein Buha. Toby muss die 170 checken, das schafft er nicht. Und somit bekommt Taylor jetzt gleich seine erste Chance, den Sack zuzumachen. 44 Punkte, 12 für die Doppel 16. Genauso spät das der Matchstart für Phil Taylor. Und er ist dran. Ein 3:1 Erfolg für The Power. Kein Jubel, er atmet tief durch. Er weiß selbst, das war es noch nicht wirklich. Es ist am Ende ein 97er Average und jetzt wird es ein bisschen lockerer. Und das behält er natürlich auch mit bei. Unterschreiben, alle Beteiligten dürfen da mal ihren Namen draufkritzeln und dann wird das Ganze verschenkt. Taylor steht in Runde 2. Seinen Herausforderer Chris Doby, den 27 Jahre jungen Engländer, der es heute wissen will, der ihn schon zweimal gespielt hat, der beide Partien verloren hat. Aber der vielleicht hofft, hier der Mann zu sein, der Taylor in die Rente schickt. I remember, my dad played for Rally Arms, who were the best team then. They won everything. They were like the Man United. Sein Vater hat für Rally Arms gespielt, ein Darts-Team. Die waren eines der besten Teams da in der Gegend von Stoke-on-Trent. The Irish club down in Tunstall. Anyway, an old fella come to me, and I was only about 10, and he said, what's your name? And I went, Phil Taylor. He says, you'll be the best player in the world, you will one day. Ryan Hall Club is called. Robbie Williams sang that as a kid as well. Und damals, während der Vater das Ligaspiel hatte, kam ein Kumpel zu ihm und fragte damals Phil Taylor, und er war 10 Jahre jung, und sagte, und? Du wirst immer mal die Nummer 1 der Welt sein im Darts, oder? Das war also sozusagen schon der erste Vorbote, der kam. Eric Bristow, der Entdecker, der Förderer von Taylor Ende der 80er Jahre. 88 ging das Ganze los. 90 spielten sie dann das WM-Finale gegeneinander und Taylor gewann es. He offered a sponsorship, but it was lovely of him. But he did it on condition they paid him back, which was the best thing he did really. Because he used to remind me on every time he saw me, you owe me $5,000. Eric hat mir Geld geliehen, aber er hat es mir auch immer wieder vor die Nase gehalten. Und immer gesagt, du, ich bekomme von dir noch Geld, ich habe es dir nur geliehen. Und bevor irgendwie mit ihm reden wollte, sagte er immer zu mir, komm, ab ans Practice Board, geh trainieren, red nicht so viel. Success story for him, and the word legend is so often overused in sport, but it so aptly applies to Philip Douglas Taylor.
Dass das Wort, die große Legende zu sein, wird so oft missbraucht, aber bei ihm passt es tatsächlich, sagt Barry Hearn. Ich würde niemals Phil Taylor abschreiben. Bei dieser WM. Das wäre doch irgendwie so etwas Besonderes, was er immer wieder als Herausforderung auch wahrgenommen hat, Phil Taylor, so eine WM jetzt nochmal zu holen. We saw Phil in his pomp, in his glory, in the days when he was unbeatable. But we were also there when he said goodbye. Phil erlebt, als er unschlagbar war, als er einen Triumph nach dem anderen feierte. What's strange? You don't think these people know you are. Wir haben auch erlebt, als er ein paar Partien verlor. I mean, I'm big friends with Ronnie Sullivan, and I wouldn't think, how would he know me? But you forget you're on, because you're only on a stage, and you don't realize the power of TV. Da sagen andere Menschen, du bist doch wie ein Ronnie O'Sullivan, den Master des Snooker-Tisches. Oder wenn sie von einem Tiger Woods reden oder von einem Roger Federer und sie sagen, okay, die haben das und das gewonnen, dann sitze ich da und denke, okay, also das habe ich alles auch gewonnen und viel, viel mehr. Phil Taylor, er jetzt gleich bei seinem ersten Auftritt im Ali Pally bei der WM 2018.